Hallo, herzlich willkommen, euer Bitwalker hier mit einer Runde Rush am Flussufer. Ich habe wieder einige News zu Battlefield 4, die ich euch jetzt vorlesen will, beziehungsweise die ich mit euch besprechen will. Zum Gameplay selbst als Verteidiger unterwegs, hier gleich mit der ZLW. Klappt mehr oder weniger gut. Eigentlich im Endeffekt, wenn ich darüber nachdenke, hat es eher weniger gut geklappt, aber zumindest am Anfang hier gleich mal ordentlich auf den Little Bird drauf. Das Gameplay wird einfach im Hintergrund weiterlaufen, während ich euch mit News versorge. Ich habe ein bisschen was Aktuelles, habe auch noch etwas Altes ausgegraben, was nach meiner Meinung nach ein bisschen untergegangen ist. Ja, ich werde es einfach mal präsentieren und in den Kommentaren können wir uns ja dann entsprechend darüber auslassen. Bam! Little Bird is down. Es wird mit Battlefield 4 neue Spielmodis geben. Zumindest hat man das festgestellt aufgrund der Battlefield 4 Alpha. Einer dieser Modes wird sein Obliteration. Und das ist auch einer, den man jetzt schon in den ganzen Videos von der Gamescom relativ oft gesehen hat. Leider ist es da ein bisschen so, von meiner Meinung, untergegangen, um was es da geht. Und deshalb erkläre ich euch das. Also Obliteration, ist das ein Wort? Unglaublich. Ist so ein bisschen, soweit ich das verstehe, soweit ich das gesehen habe, ein bisschen eine Mischung aus Rush, Capture the Flag, Eroberung, ich weiß nicht, wie man es genau erklären will. Auf jeden Fall geht es darum, es gibt pro Team 3 MCOMs und die müssen zerstört werden, beziehungsweise gleichzeitig auch verteidigt werden. Also die eigenen MCOMs natürlich verteidigen, die gegnerischen MCOMs zerstören. Dazu hat man nämlich entsprechende Möglichkeiten, Bomben legen und so weiter. Aber es wird auch so Spots geben, wo Waffen abgeworfen werden können und die kann man dann verwenden. Also es hört sich sehr interessant an, vor allem bei den Videos, die im Netz kursieren auf dieser Pazifik-Inselgruppe, da schaut es einfach wirklich gut aus und vor allem ist die Spannung, die Mischung. Man muss verteidigen, aber eben auch angreifen. Also da ist wirklich ein Teamplay gefragt, was ja einfach Battlefield-typisch ist. Ohne Teamplay wird man einfach nicht weiterkommen. Und man muss sich dann wirklich entsprechend aufteilen, Verteidigungsposition einnehmen, aber natürlich auch schauen, dass angegriffen wird. Also ich glaube, das klingt sehr interessant, weil es eben doch immer für Aktivität gesorgt ist. Es geht immer rundherum, vor, zurück und so weiter. Also da, ja, das könnte wirklich sehr, sehr spannend werden. Also auf diesen Modus bin ich schon sehr, sehr neugierig und ja, freue mich schon drauf, wenn der kommt. Ein Game-Mode namens Elimination ist ein Modus, der bis zu 10 Spieler unterstützt. Ich nehme mal an, das wird heißen 10 Spieler pro Team, also 10 gegen 10. Und da geht es einfach darum, dass man das komplette gegnerische Team auslöschen muss. Das kennen wir auch von anderen Games, Call of Duty oder was auch immer. Ich glaube, das ist auch gegeben, beziehungsweise glaube ich, wie hat das da geheißen? Irgendein Eroberungsmodus, glaube ich, und im Endeffekt ist es immer nur darum gegangen, eigentlich das gegnerische Team komplett auszuschalten und dann hat es sich eher erledigt gehabt. Mir fällt es partout nicht ein, aber es ist wurscht, ihr wisst, was ich meine. Conquest Domination wird wahrscheinlich dann Domination heißen, wenn es Eroberung vorher schafft, das kennen wir jetzt eh schon von Close Quarters. Wird auch mit bis zu 10 Spielern unterstützt, also ich nehme auch wieder an, 10 gegen 10. Und auch eine Information, in welchem Spielmodi der Commander verfügbar sein soll. Commander-Modus, ihr wisst es schon, das ist das, was man über das Tablet dann spielt, wo einige Leute sagen, was braucht man das? Also für mich ist es eine geile Sache, ich freue mich schon drauf. In den Conquest-Modus wird es geben und eben auch in Obliteration. Da kann man dann entsprechend als Commander mitwirken und dafür sorgen, dass man das Team entsprechend unterstützt. Was es auch noch neu gibt, Battlefield 4, da habe ich eine ältere News aufgegraben, die ist schon einige Tage alt. Da ist es darum gegangen, wo es groß in Überschrift steht, besserer Netzcode, Hit Detection und. Ja, wir kennen das bei Battlefield 3. Du läufst und läufst und läufst, siehst einen Gegner, der dreht sich um zu dir, du läufst hinter die Decke, weil du noch in Deckung gehen willst und dann batsch, bekommst du einen draufgeballert von den Typen und fällst noch tot um, obwohl du eigentlich schon meilenweit irgendwo im Grenzgebiet, im Schutz hinter der Wand, egal wo schon gewesen bist. Also wirklich, da merkst du dann halt einfach, alter Schwede, die Kugel
fliegt wie bei dem Film Salt, weiß nicht, ob du den noch kennst, da, wo sie mit den Kugeln um die Kurve geschossen haben, und genau so kommt es einem da vor. Und das soll jetzt besser werden, also die Hit Detection an sich natürlich auch und der Netzcode, der einfach dafür sorgt, dass die Kugeln wirklich zu der Zeit da ankommen und hinfliegen, wo sie auch gefeuert werden und wo natürlich bei jedem alles gleich ist. Wie das Ganze klappt, werden wir sehen. Wir können jetzt nur hoffen, dass es geht. Ob da was für Battlefield 3 auch dabei ist, ob es da so, okay, da kommt ein Patch oder da kommt eine Verbesserung, weil im Prinzip ja, ist es ja eine Server-Sache. Oder, ja, ist eben die Frage, was es jetzt wirklich ist im Hintergrund natürlich. Aber mal schauen, vielleicht werden die Leute da auch bei Battlefield 3 noch was schrauben können, weil das ist nur meine Hoffnung. Bestätigt ist in dem Bereich gar nichts. Und ja, meine Hoffnung ist es, aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, glauben tue ich es wirklich nicht. Aber gut, schauen wir mal. Was auch kommen könnte, ist eine dynamische Fraktionswahl. Wir wissen ja, es gibt drei Gruppen, Russland, China, USA. Und es soll so sein, dass man vor Beginn einer Runde abstimmen kann, ob ich jetzt Russland versus China spielen will oder USA versus China oder eben USA versus Russland. Im Zuge dessen soll man auch auswählen können, bei welcher Mainbase das man startet, also wer bei welcher Base startet. Das geht über das Abstimmungssystem. Wie das genau ausschaut, hat man auch noch nirgends gesehen. Es ist eben nur hier eine Information, ob das Ganze jetzt stimmt oder nicht stimmt, das werden wir sehen. Was vor längerer Zeit einmal ein Thema war, war die Sache, ob sich das Wetter verändert, bis ob es Tag- und Nachtwechsel geben wird. Ich meine, dass sich das Wetter verändert, das sieht man bei dem Gameplay von Obliteration. Also merkt man, dass es zuerst ein schöneres Wetter ist und dann grauslicher wird. Der Wind frischt auf die Bäume, die Palmen, die wedeln richtig hin und her. Aber ein richtiger Tag-Nachtwechsel, den wird es mal nicht geben. Das wurde dementiert, beziehungsweise das wurde bestätigt, dass es nicht so sein wird. Getestet haben sie es zwar, aber es ist einfach nicht gut angekommen. Einfach dieser Wechsel. Ich kann mir auch vorstellen, bevor du bist jetzt am Tag unterwegs und hast ein Setting für den Tag ausgelegt, Akkuvisier, die Tarnung, eine helle oder wie auch immer. Und dann wird es dann Nacht und ja, dann musst du halt alles umschrauben und das ist halt schon eine nervige Geschichte. Und ich, ja, wie das jetzt von der Rechnerleistung her ein Problem sein könnte, kann ich jetzt nicht sagen, aber ja, wird es auf jeden Fall nicht geben. Eine ganz aktuelle News ist das Voice over IP. Mit dem Launch von Battlefield 4 soll es möglich sein, innerhalb eines Squads Voice over IP Funktionen zu nutzen. Es soll später auch irgendwann mal möglich sein, das Ganze im ganzen Team zu nutzen. Ich weiß nicht so ganz, was soll mir diese News sagen. Mein Voice over IP ist für mich auch der Sprachchat. Ich weiß es nicht, so ehrlich gesagt nicht so ganz, warum das jetzt explizit erwähnt wird hier in diesen News. Die habe ich hier direkt von Battlefield. Und weiß ich nicht so ganz genau, auf was sie da herausholen. Na, Battlefield Inside, da habe ich es rausgeholt. Ich weiß nicht, was sie da meinen. Also, jetzt ist es ja auch bei Battlefield 3, ist es ja auch schon möglich. Also zumindest hier auf der Xbox 360, dass ich den Squad-Team-Chat habe oder umschalten kann auf den Team-Team-Chat, also vom ganzen Team, also von den ganzen 12 Leuten. Was die jetzt hier meinen, bin mir nicht so sicher, vielleicht meinen die, dass man da Skype wieder bei der Xbox One integriert, dass man einfach da das Squad über Skype verbinden kann. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was da herkommen wird. Eine weitere interessante News, Waffen und Fahrzeuge sollen eine Möglichkeit bekommen, dass man sie customized, also entsprechend optisch ausrüstet mit Emblemen zum Beispiel. Also bei einem Video sieht man, dass bei einem Panzer ein eigenes Emblem drauf ist. Ob das jetzt fürs Platoon gilt oder irgendwas, Moment, dann habe ich kurz weiterblickt, dann habe ich gesehen, da steht es eh schon. Ja, da ist gab nun bekannt, dass die Embleme von jedem Spieler individuell gestaltet und ausgewählt werden können. Ja, Pimp My Tank. Rennstreifen kann man jedoch nicht gestalten, schreiben die von Battlefield Inside. Ja, ob man das jetzt braucht, sei dahingestellt. Ich kann mich glaube ich an welches Game hatte ich da ganz kurz? Black Ops, glaube ich, war das. Das ist das 1er. Da konnte man ja auch die Waffen in allen möglichen, ich nenne es mal, ich sage es ganz frech, idiotischen Designs zusammenstellen. So eine Hello Kitty UMP 45 oder so ein Dreck. Also bitte, hallo liebe Leute, wir sind doch nicht beim Kindergarten, ja. Also,
das ist Waffen in verschiedenen Tarnungen gibt, ist mir klar. Es gibt eine Wüstentarnung, es gibt eine Waldtarnung, ist schon klar. Aber bitte dann so grell, rosa, pink, violett. Ja, Hello Kitty Design, was soll bitte der Scheiß? Also was soll der Dreck? Das braucht doch kein Mensch. Also, nee, liebe Leute, bleiben wir doch ein bisschen hier an der realistischen Seite. Unter Anführungszeichen, aber bitte, ja. In Battlefield 4 wird es 7 Granaten geben. Also wir kennen die Sprenggranate, die haben wir bei Battlefield 3 auch. Wir kennen auch die Rauchgranate, die wir bei Battlefield als die M320 Rauch haben. Dann wird es geben Brandbomben. Die hat man auch in diversen Videos schon gesehen, wo es wirklich ein Feuerball aufgeht, der richtig so zischt und alles verbrennt, was sich in der Umgebung befindet. Jetzt kommen die V40 Mini-Granaten, das sind kleinere Frag-Granaten. Was das jetzt bringen soll, sei mal dahingestellt. Kann man dann irgendwo, weiß ich nicht, weiter schmeißen oder irgendwie dann auch abfeuern. Gibt es nicht so ganz klar. Nicht so klar. Es wird geben Blendgranaten, die finde ich sehr interessant, denn mit die kann man dann sicherlich mal seinen Raum, gerade bei dem DLC, was kommen wird, wo es dann urbanen Fight gibt, da ist eine Blendgranate sicher interessant, wenn man dann eben einen Raum säubern will und weiß, dass ein Gegner drin Blendgranate rein, die sehen nichts reinlaufen und dann entsprechend aufräumen. Das könnte sehr interessant sein. Etwas, wo ich auch nicht so recht weiß, was mit dem Anfang so Handfackeln. Für was brauche ich Handfackeln? Zum Hubschrauber einweisen, Wegmarkierungen setzen, ich weiß es nicht. Also kann man da den Gegner dann die Haare verbrennen oder ansenken oder ja, ich weiß nicht so genau, was man mit dem machen soll. Und auf jeden Fall gibt es dann Impact-Granaten, das sind Granaten, die direkt nachdem sie auf ein Ziel treffen, explodieren. Also wie kann man es am besten vergleichen mit was? Jo, keine Ahnung, mit einer, mit einer Wasserbombe, ja, sobald die aufschlägt, explodiert sie. Ja, schauen wir mal. Ein interessantes Gerücht, da muss ich jetzt sagen, von dem weiß ich selber nicht, da muss ich so ein bisschen runterlesen, denn ich kenne es nicht. Battlefield 2142, für die Leute, die es gespielt haben, da gab es den Spielmodus Titan. Da ging es darum, ein Schiff anzugreifen, also dessen Schutzschild zu zerstören und dann dieses Schiff zu zerstören. Man, Battlefield 2142, nochmal kurz nachdenken, Science Fiction, ja, da gab es ein Raumschiff und das musste man angreifen und zugleich aber sein eigenes Raumschiff verteidigen. Angeblich soll dieser Spielmodus in welcher Form auch immer, das ist mir dahingestellt, ich könnte mir vorstellen, vielleicht es gibt ein Schiff oder ein Fahrzeug oder was der Teufel was, soll dieser Modus auch für Battlefield 4 kommen. Mal schauen, also mir sagt das Spiel muss jetzt zunächst die Idee. Ja, ist irgendwie so ähnlich wie Obliteration, ja, sage ich, habe die M-Coms, die ich eben verteidigen bzw. angreifen muss und da hätte ich dann irgendein Schiff, ein Fahrzeug, weiß der Teufel was, ein Gebäude vielleicht, das war vielleicht auch ein Thema, bei dem man entsprechend dort dafür sorgen muss, dass es nicht zerstört wird bzw. dass man eben das gegnerische Gebäude, was er immer dann den Erdboden gleich macht. Werden wir schauen. Wie das ausschauen wird, ob das kommen wird, das ist alles unbestätigt, das sind also ein bisschen Gerüchte aus dieser Newswelt momentan und damit bin ich auch dann schon am Ende mit diesen Informationen. Wir werden schauen und ich werde mal dranbleiben und entsprechend versuchen, wieder ein bisschen mehr News rauszufiltern. Obliteration, das schaut mich wirklich sehr, sehr interessant an. Also das ist, denke ich mir, ein Spielmodus, der sehr viel Spaß machen wird, der sehr interessant klingt vor allem und auf den großen Maps natürlich irrsinnig interessant ist. Ja, und bei 64 Spielern 32 versus 32, da werden auch die großen Maps dann entsprechend Spaß machen. Ja, ich bin jetzt hier mit meinen News am Ende. Sage danke fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und was ich auch gerne von euch hören würde, was sagt ihr dazu? Was sagt ihr jetzt Spielmodus Obliteration? Klingt das für euch interessant oder nicht? Was haltet ihr vom Titan-Mode? Kennt denn jeder von euch? Ich persönlich kenne ihn ja nicht. Vielleicht kennt ihn wer von euch und kann diesbezüglich noch ein bisschen mehr in die Kommentare reinschreiben. Dynamische Fraktionswahl. Gut, schlecht, egal, wurscht, keine Ahnung. Was haltet ihr von dieser Eventualität, die kommen könnte? Hit Detection, gut, ich glaube, da brauchen wir nicht diskutieren. Die nervt wohl jeden von uns etwas. Wie auch immer, schreibt einen Kommentar rein, schenkt dem Video einen Daumen hoch.
teile das vielleicht ein bisschen und ja, wir sehen uns wieder mal auf einem Server oder eben hier auf meinem YouTube-Kanal oder auf Facebook oder auf Twitter oder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.